zu einer neuen Folge von Stargate, oder besser gesagt Pegasus Chronicles, in unserer Unendlichkeit. Sozusagen. Ja, die werden leider irgendwie nie angegriffen. Und ja, ich habe leider letzte Folge das ein bisschen falsch interpretiert mit dem letzten ZPM. Das wurde nochmal in den Kommentaren angesagt und dann habe ich es auch nochmal nachgelesen. Es wird ja nur das größte Schiff hier bei dem ZPM. Also ich meine nur dann ein Aurora-Klasse-Schlachtschiff. Da habe ich ja trotzdem genug, ne? Die haben ja genug. Ich dachte damals, das wird die ganze Flotte buffen. Naja, jetzt, ich glaube nicht mehr, dass das Spiel so lange geht. Ja, natürlich kann er jetzt hier wieder ankommen. Und hier erobern, aber dann würden wir halt, ja, da kommen sie nämlich schon mal wieder. Ja, okay, das machen wir kurz. Und da müssen wir dann halt immer wieder recht schnell dann zurückkloppen. Hallöchen. Alles in Ordnung, Sir? Hi. Ich bin soweit. Ich finde die Flotte immer noch toll. Ja. Vor allem, ich habe jetzt echt viel in der Rückhand. Weil immer noch leider kann. Moment, doch, Zerstörer kann ich bauen, aber keine Kreuzer. Genau, das war's. Wir werden seit vielen Jahren belagert. Wir warten noch auf das ist vollkommen korrekt. Hui. Was? Mein Mann. Ach, das interessiert den gar nicht. Die fliegen durchs Asteroidenfeld, das interessiert den Scheiß. Der Ratsbeschluss ist endgültig. Tschüss. Du kannst dich uns gerne an. Wir warten noch auf das letzte unserer Weltraumtransportschiffe. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hui. Hui. Vor allem, ich bin gerade verwundert, dass es so flüssig läuft. Also was ich stark bezweifeln darf, ist, dass es an dem neuen Prozessor liegt, aber jetzt ist offiziell wieder die Zeit, ne? Also jetzt ist offiziell die Zeit, mein Rechner ist wieder da, alles repariert, alles aufgerüstet. Dank meinen Spendenaktionen auf Twitch, vielen Dank nochmal dafür. Und ja, das Rendern geht jetzt etwas schneller. Hey. Ich will jetzt erstmal. Oh, nein, 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 nein. Bleib hier. Bleibe hier. Och, komm schon, du. Okay, das ist jetzt ein bisschen viel. Sag mal! Das ist eine Jagd. Mehr ist das nicht. Es ist echt nur eine Jagd. Der fliegt weiter, ich fliege ihm hinterher. Das ist. Dadurch, dass ich halt eigentlich nicht das Geld habe, da jedes Mal Dinger aufzubauen. Verstehst du denn? Ach, ich habe einen schweren Bomber, ne? Ein Jäger. Ja. Mir wurde auch eine Taktik nahegelegt für. Moment, doch, Mikrofon ist muted. Das wäre jetzt blöd, wenn es jetzt. Ganz viele schwere Bomber zu bauen, aber. Eigentlich reicht ja die Flotte hier, ne? Boop, 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 boop. Tschüss. Tschüss. Bleib hier. Wehe. Ja, gut, da haben wir wenigstens irgendwen. Ich würde. Die klauen mir meinen eigenen Planeten. Ich hab mich gerade leicht verarscht. Bleib da. Finde ich jetzt nicht lustig. Ich kann sie mir zwar jederzeit wieder nehmen, aber nicht, dass es dann am Ende heißt. Ja, tut mir leid, du hast jetzt dein Verteidigungsszenario verkackt, weil die Asoraner dir deine eigenen Welten wegnehmen. Das wäre ein bisschen kacke und ich glaube, die geht. Es gibt ja, Kommunikationssatellit, ach ja, genau. Ich weiß nicht, was der Kommunikationssatellit bringt. Kann mir das hier irgendjemand mal vielleicht sagen? Bringt der Verstärkung? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine große Flotte. Auch nach so vielen Jahren. Genau. Und ich habe einen davon. Genau, gut. Ich bin soweit. Ja, es wäre möglich. Hör zu. Du sollst meine Eins sein, damit wir eventuell... Also im Notfall müssen wir auf jeden Fall unser Antika-Schlachtschiff schützen. Verstehst du ja nicht. Auch wenn wir zwei haben, es sind ja doch durchaus eine Menge Feindschiffe. Moment, die kommen auf uns zu. Oder? Kommen die auf uns zu? Ganz viele wieder mal durcheinander. So. Ja, die kommen auf uns zu. So. Es sollte festgehalten werden. Okay, gut, dann darauf bitte. Alles in Ordnung, Sir. Ich glaube, es ist Ihnen ernst. Komm, komm, komm. Ich will nicht, dass du mir meine Schilde sagst. Hui, buh, buh, buh. Hopp, ach komm schon. Wo bist du? Na? Ja, jetzt haben die mal wieder meine Systeme gehackt. Ist ja immer wieder geil, ne? So, jetzt haut niemand. Haut. Oh, irgendwo drauf, bitte. So. Hä? Beweg dich. Das wäre sehr liebreizend gerade. Nein! Mein Antika-Schiff kann sich nicht mehr bewegen, oder was? Da war's. Oh Gott. Hilfe! Ist wunderschön, dass ihr seit vielen Jahren belagert werdet, oder eben auch nicht. So, zack. Boah, diese Hacking-Scheiße, ne? Alles in Ordnung, Sir? Wir verschwenden die Fikation. Ah, Wunder doch, du kannst dich bewegen. Alles in Ordnung, Sir. Ach, was weg. Ich glaube, es ist Ihnen ernst. Wir verschwenden nur Zeit. Ah, dem geht's noch gut. Wir warten noch auf das letzte unserer Weltraumtransportschiffe. Komm, sorgen wir mal dafür, dass es dem besser geht. Ich muss mit dem Anflug rechnen. Die Jäger. Puh. So viel waren das doch anscheinend gar nicht. Ich weiß nicht, hab ich die ganzen Fregatten gebaut? Ich glaub schon, ne? Weil ich damals nichts anderes hatte. Du hast keinen mehr? Gut. Na toll! Die haben gar keinen Namen, weil sie haben gar kein Sprich, weil sie Drohnen sind. Dir geht's noch verhältnismäßig gut sogar. Wir verschwenden nur Anzugmodifikationen erfolgreich durchgeführt. Wir waren in einer Schlacht, ist das nicht schön? Eigentlich nicht. Aber sie schaffen irgendwas. Hä? Hatte der noch gar keine Raumstation gebaut? Ne, anscheinend ja nicht. Das war doch... Ach komm, die Sprachqualität von der könnt ihr eigentlich ein bisschen verbessern, weil das waren normale Sachen. Ich finde... Also, Empfehlung von mir. Auch nach so vielen Jahren. Oder Verbesserungsvorschlag. Wir verschwenden die Modifikationen am Hyperantrieb haben... Weil es wirkt halt irgendwie ein bisschen komisch, ne? Hyperantrieb-Modifikationen erfolgreich durchgeführt. Alles in Ordnung, Sir? Weil das muss ja eigentlich nicht sein. Ich muss mit dem Anführer sprechen. Das, die waren in normaler Sprachqualität da. Wir verschwenden jetzt zugeschaltet. Da erinnere ich mich sogar gerade. Weil es sind, das sind Sprachaufzeichnungen auch von. Danke. Na, ich habe einen Jumper verloren. Boah. Ja. Es wäre möglich. Alter. Ja. Ich hätte jetzt erstmal. So, komm. Hier lang. Gut, hier werden sind die Dinger gebaut worden. Ich versuch's mal. Gut.
Eine Einser können wir ausresolven. Bup. Und jetzt kriegen wir endlich hier das Schiff hin, ey. Bevor es wieder abhaut. Tika Kommunikationssatellit. Ich weiß echt nicht, was der Kommunikationssatellit macht. Würde es auch gerne herausfinden. Wäre auch lustig, wenn die, Alles in Ordnung, Sir? Hier ist ja ein Aufgestiegener, soll hier eigentlich den Planeten bewachen. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ach, das ist nur ein Schiff! Ja, viel Spaß. Komm. Upp. Das ist vollkommen korrekt. Aber doch erstaunlich viel gerade. Es sollte festgehalten werden. Also dafür, dass es nur ein Basisschiff ist, hat es den Antiqua-Klasse-Schlachtschiff doch durchaus noch mehr Schaden gemacht. So, weiter geht's. Genau, hier hocken die halt ganz normal auf. Und Raumstationen werden die auch keine eigenen bauen. Boah! Reicht eigentlich überhaupt nicht auf, nein. What the fuck? What the fuck? Steht denn da noch alles? Okay, das wird lustig. Das wird lustig. Kein Planetenbonus. Weltraumhangar. Oh Gottchen, alles voller Asteroiden. Okay, das wird lustig. Was machen wir jetzt? Ich würde mal wieder erstmal vorschlagen, eine Defensivhaltung. Wir werden seit vielen Jahren. Der Ratsbeschluss ist endgültig. Wir verschwenden die Schiffe zusammenführen. Erfolgreich durchgeführt. Was nicht überraschend ist. Alles in Ordnung, sind jetzt zugeschaltet. Auch nach so vielen so. Ja, okay, mir fehlt jetzt ein Jumper. Gut. Ich finde es so lustig. Wir können durch Asteroidenfelder fliegen, die so. Au, au, au. Wir Modifikationen am Überantrieb haben angefangen, Sir. Okay, du bleibst ein bisschen hinten. Modifikationen erfolgreich durchgeführt. Wir Verschwendtriebwerke jetzt zugeschaltet. Ja, die Flottenpositionierung ist jetzt nicht ganz ideal. Aber es ist halt nur Empire at War, das ist das. Bisschen schwierig. Sie fühlen sich überlegen, deshalb werden sie uns angreifen. Ich bräuchte echt ein paar Jäger als Füllsch. Ja, okay, wenn der vielleicht nicht wäre. Wie viel braucht er? Zwei. Ich hab drei. Ah, da könnte ich eine Fregatte holen oder eine Korvette. Ein Zerstörer leider nicht, sondern erst recht kein Kriegsschiff. Okay, gut, es geht los. Alles in Ordnung, Sir? Es geht rund! Der Zerstörer. Nee, ich verstehe nicht. Wie blöd. Oh Gottchen, das gibt doch ein bisschen viel Schaden raus. Wir werden wahrscheinlich hier das ein oder andere Schiff verlieren. Bleib mal bitte ein bisschen mehr hier. Ach komm, jetzt ernsthaft, mach das Hecken weg. Oh, na toll, die Fähigkeiten sind leer. Ja, der Zerstörer stirbt gerade, das finde ich nicht schön. Alles in Ordnung, Sir? Ich glaube, es ist Ihnen ernst. Och, der ist ja schon fast tot. Vielleicht doch nicht so viel wie erwartet. Wir verschwenden nur Zeit, Sir. Ja, mach's kaputt. Ich glaube, es ist Ihnen ernst. Was machst du da hinten? Okay, gut, den kriegen wir vielleicht noch gerettet. Unser Vorteil, dumme KI. Okay, nee, versuchen wir nochmal den ein bisschen zu retten. Oh Gott, Antiqua, nein. Dazwischen. Hilfe. Jumper.
Au. Okay, bleib mal hin. Du sollst eigentlich an die Front, aber gut. Genau, los. Hau den Scheiß weg. Hau den Scheiß weg. Ist mir egal. Hauptsache, hau den Scheiß weg. Der Gatte, das kleine Ding. Okay, dem geht's gut. Dem geht's gar nicht gut. Ist zwar ein Held, der kommt wieder. Ist aber immer praktisch, sowas zu behalten. Alles in Ordnung, Sir? Och, der ist gehackt. Ich hasse das. Hau weg. Hau weg. Ja gut, er kann wieder zielen. Ja, wir haben sehr großes Vollmacht. Ich bin auch ein sehr großer Mann. Das muss man immer wieder bedenken. No? Kein Schiff verloren. Kein Schiff verloren. Unerwartet. Ich dachte, ich verliere den Zerstörer hier. Ich finde doch schon so ein ZPM auf einem Antikerschiff, also auf einem Aurora-Klasse-Schlachtschiff, das ist schon hart. Ich meine, du musst dir überlegen, umso größer das Schiff ist, umso mehr absolute Schildpunkte hat das Ding durch 25%, ne? Von mir aus gibt eh nur noch Jäger. Ach, ich habe noch eine kleine Korvette. Modifikationen am Überantrieb haben. Tschüss. Okay. Hoch hier. Ach, irgendwie kann man... Zu große Sprünge kann man nicht machen. Ja, Zugriff auf neue Schiffsklassen. Cool. Ach, genau. Die da. Ich möchte mir einfach nur ein paar meiner Welten wiederholen. Ja, Sorana interessiert das nicht. Aus dem einfachen Grund. Ja, hier komm, schnell noch ein Waze-Basisschiff ausschalten. Eigentlich hätte ich die Flotte doch wieder in zwei lassen können, weil wir verlieren hier einfach kein Schiff. Und da ein bisschen besser agieren. Ich bin soweit. Ja, das Wettrennen vielleicht ein bisschen besser auch. Ja, hier. Wir verschwenden nur Zeit, Sir. Lalilu. Ich bin sicher, wir finden uns zurecht. Ah, es hat wie gesagt nur ein Basisschiff. Upp. Dieses Hacken ist immer blöd. Also nicht wegen den Schildpunkten. Das ist ja relativ egal durch das ZBM. Aber dass die dann nicht zielen können. Das ist nervig. So. So, genau. Und damit haben wir alle unsere Modifikationen am Überantrieb haben angefangen, Sir. Genau. Gasnebel. Okay. So. Von da können die nämlich nicht weg. Das ist mit einem Schiff in einer nicht rekrutierten gestrandet, der nicht in der Allgemeinheit gehabt werden. Blablabla. Sie wollen nur ein Schiff sehen. So schön, wir müssen eine Rettungsaktion starten. Genau, das ist sehr schön da. Viel Spaß bei der Rettungsaktion. Überall kleine Raumstationen bauen. Damit die, hier, die Asorana nicht mehr auf die Idee kommt, unsere Welten zu holen. Ja und? Das interessiert mich herzlich wenig gerade. Ich frage mich nur, was jetzt mit den Asoranern passiert. Ich glaube, die sind offiziell gar nicht dabei.
Verstehst du denn nicht? Ist eigentlich eine blöde Position für einen Kampf im Gasnebel. Also vorausgesetzt. Was nicht überraschend ist. Wir haben hier den Schildeffekt. Man fliegt durch. War da was? Ich merke nichts. Okay, nee, den Schildeffekt gibt's hier nicht. War da was? Tut mir leid. Ich weiß von nichts. Sie ziehen sich zurück. Ich finde ja niemanden. Einfach über ein paar Tech 1er bauen. Ist ganz lustig. Juhu. Da kann man einbauen. Da habe ich jetzt nicht genug Geld. Wie gesagt, das ist eigentlich hauptsächlich nur für... Yay, er ist da! Erfolgreich gerettet und wurde nie in die Sicherheit. So war das, steht er zur Verfügung. Er hat... Guck mal. Das steht ja nicht. Er hat aber ein Antiga-Klasse-Schlachtschiff. Also ein Aurora-Klasse-Schlachtschiff. Und die sind sich, haben sich wieder nach Hause verkrümmelt. Oder sie sind einfach despawned, ich weiß gar nicht. Aber damit würde ich es mal sagen. Experimentellen Schiff, durch ein mächtiger und beeindruckendes Schlachtschiff, welches noch größer und stärker ist als die Aurora-Klasse. Oh Gott. Schicken sie morphetlos nach Lantia und. Also hier. Da müssen wir sparen. Wie viel ist das? Ganz ehrlich, ich greife jetzt hier gleich an. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Star Wars Empire at War. Oh, also Pegasus Chronicles. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.